Hier ein paar Sportschuhe. Die sind natürlich etwas barbarisch behandelt worden, durchbohrt worden und mit Schrauben auf diesem Träger befestigt. Nun, die werden zur Prüfung auf ihre Qualität in dieses Gerät hier eingespannt. Ja, und damit nicht genug. Die Schuhe sind hier noch ein weiteres Mal durchbohrt worden. Wie man sieht, hinten an der Hacke. Da wird nun diese Stange durchgeschoben. Das wird da eingehängt. Und wenn das fertig ist, kann man das einschalten. Die Schuhe werden jetzt ungefähr 1 Million Mal in dieser Weise durchbewegt. Und das entspricht auch den Bewegungen, die sie aushalten müssen bei 100 Handball- oder Fußball- oder sonstigen Spielen. Gute Schuhe halten das in der Regel auch aus. Mit dem gleichen Gerät werden auch Federrahmen für Betten darauf geprüft, welche bleibende Verformung sich bei längerem Gebrauch ergibt. Und zwar wird dabei die Schlafbewegung, wenn wir es einmal so nennen wollen, eines Jahres auf den Zeitraum von etwa 40 Tagen reduziert. Die Anlage läuft hier Tag und Nacht. Nach 26 Tagen haben sich an diesem Federrahmen die ersten Schäden gezeigt. Zu einem guten Bett gehört natürlich auch eine gute Matratze und es gibt heute sehr viele verschiedene Matratzen und die müssen natürlich auch mal getestet werden. Das wird hier gemacht mit diesem Walzmechanismus. Die Walze selbst wiegt 25 Kilogramm, ein Gewicht von 25 Kilogramm steht bereits da drauf und das zweite stelle ich jetzt dazu. Wenn wir den Antriebsmechanismus einschalten, dann wird diese Walze auf der Matratze kräftig hin und her bewegt. Die Matratze wird durchgewalkt. Nach etwa 10.000 Walkungen wird die Matratze aus der Anlage herausgenommen und vermessen. Schalten wir es aus und messen mal diese Matratze durch. So, wollen wir das mal hier runternehmen. Schwere Arbeit ist das. So, die Matratze kommt jetzt hier in diesen etwas gespenstischen Rahmen hinein. Der hat die Größe eines Bettkastens. Und dann kommt darauf eins dieser Gewichte. So. An diesem Gewicht ist oben ein Stab dran. Der ist nicht nur dazu da, um das Gewicht dort hineinzustellen, sondern der zeigt auf dieser Skala einen Wert an. Und dieser Wert wird sich natürlich sofort verändern, wenn ein zweites Gewicht auf die Sache draufgestellt wird. Und jetzt wird die ganze Matratze mit verschiedenen Gewichten durchgemessen. Das Gleiche ist natürlich gemacht worden, bevor die Matratze gewalkt wurde. Und an der Verschiedenartigkeit der beiden Messreihen kann man jetzt sehr genau errechnen, wie die Federeigenschaften der Matratze sich verändert haben. Natürlich wird das alles mit viel mehr Fingerspitzengefühl gemacht, als ich das hier gerade getan habe. Dieses Gewicht darf natürlich nicht so da hereingeworfen werden, wie ich das beinahe getan habe, denn dann biegt sich die Matratze ja viel zu tief durch und es darf auch nicht daran gewackelt werden, weil sich dadurch auch die Lage verändert. Aber wenn wir das so genau machen würden, wie es eigentlich erforderlich ist, dann wären wir morgen noch zugange und unsere Sendung hat ja nur eine Viertelstunde. Tja, von den Matratzen, die so im Handel sind, kann man sagen, dass sie zu einem guten Teil die Forderungen erfüllen, die daran gestellt werden. Nämlich, dass sie etwa ein Menschenleben überdauern sollen. Und da hat als Maßstab gedient für diese Messungen hier die Federkernmatratze, von der man das ja sagen kann. Und einige Schaumstoffmatratzen, besonders der neuesten Bauart. Und auch die Schaumgummimatratzen halten diese Lebensdauer durch. Nur die Federungseigenschaften sind verschieden. Und die muss man nach persönlichem Geschmack aussuchen. Ja, verehrte Zuschauer, bei Textilien haben wir ja immer ganz besondere Sorgen. Da gibt es die verschiedensten Kunstfasern mit den verschiedensten Namen, unter denen sich kaum ein Mensch etwas Richtiges vorstellen kann. Und dann gibt es Wolle, Schurwolle, Reiswolle, Baumwolle und was weiß ich, was es noch alles gibt. Zum guten Ende weiß man jedenfalls nicht, welche Qualität man kauft, wenn man so eine Wolldecke beispielsweise kauft.
Um das nun festzustellen, wie gut die Decke ist, hat man einen Apparat konstruiert und das ist diese Scheuermaschine hier. Das Gerät funktioniert nun folgendermaßen. Hier befindet sich ein Sandpapier, ein ganz normales Sandpapier, wie man das sonst auch verwendet. Das ist hier schon aufgespannt, deswegen brauche ich das jetzt nicht mehr tun. Aus dem Stoff, der geprüft werden soll, wird solch eine runde Probe ausgeschnitten und die wird hier oben eingespannt. Auch das haben wir schon gemacht, weil das etwas umständlich ist und etwas Zeit in Anspruch nimmt. Und jetzt wird dieser Stoffhalter, diese Lagerung, hier auf das Sandpapier gesetzt. Es wird verriegelt und jetzt schaltet man ein. Durch diese Bewegung wird dieser Stoff langsam, aber sicher gescheuert. Der kleine Fritz, der braucht das nicht mehr selber machen. Die Hosen werden jetzt hier automatisch durchgescheuert. Und an der Anzahl der Hübe, hier an diesem Zählwerk, kann man dann feststellen, wie viel Hübe man eben gebraucht hat, um diesen Stoff zum Verschleiß zu bringen. Jetzt wollen wir das mal wieder ausschalten und mal sehen, wie viel sich hier inzwischen abgescheuert hat. Wie man sieht, ist das schon eine ganze Menge. Nun, es handelt sich ja hier auch um einen sehr flauschigen Stoff, der sich sehr leicht abscheuern lässt. Und wie es mit der Qualität bestellt ist, das kann eigentlich wiederum aus dieser Maschine nur der Fachmann entnehmen. Geprüft wird mit dieser Maschine auch hier in der Landesgewerbeanstalt und es sind, wie gesagt, immer wieder Firmen, die hier ihre Produkte prüfen lassen. Soweit diese Maschine, nun noch zu etwas anderem. Außer der Scheuerfestigkeit ist bei der Qualitätsbestimmung von Textilien natürlich auch noch die Reißfestigkeit von Bedeutung. Hier haben wir eine Zerreißmaschine, die sieht auf den ersten Blick sehr einfach aus, sie ist aber recht kompliziert und daher auch sehr teuer. Und wir wollen jetzt einmal den Drell von einer Matratze prüfen, wie fest der ist. Das ist ein ganz gewöhnlicher Matratzendrell, wie wir den auf solchen Matratzen haben. Hier haben wir bereits ein Stück abgeschnitten und das wird jetzt hier eingespannt. In den oberen Einspannbacken ist der Stoff bereits befestigt. Das haben wir vorbereitet, damit das etwas schneller geht. Jetzt brauche ich das also nur noch unten einzuspannen. So, muss nun schön festgedreht werden. Und nun noch einige Sachen zu der Maschine selbst. Hier haben wir eine Skala, da kann man die Dehnung des Stoffes in Millimetern ablesen und gleich daneben die prozentuale Ausdehnung des Stoffes. Und auf dieser Skala liest man ab die Zugbelastung, die durch diesen Druck hier unten auf den Stoff ausgeübt wird. Und jetzt schalten wir die Maschine einmal ein. Und nun wird der Stoff im wahrsten Sinne des Wortes zum Zerreißen angespannt. Bei 55 Kilogramm Belastung ist dieser Stoff gerissen. Für viele Anwendungsgebiete sind ja die Textilien von den sogenannten Kunststofffolien verdrängt worden. Da haben wir zum Beispiel Folien auf solchen Stühlen für die Sitzflächen, für feuchte Räume oder für Räume, in denen das besonders hygienisch sein soll. Dann werden neuerdings sogar aus Kunststofffolien solche Schüsseln hier gepresst im Tiefziehverfahren. Solche Schüsseln haben natürlich einen Vorteil. Man hört das schon im Gegensatz zur Blechschüssel. Mal hier noch dran, ja. Ja, und um nun solche Kunststofffolien zu prüfen auf ihre Festigkeit, hat man eine sogenannte Berstdruckmaschine entwickelt. Da wird die Kunststofffolie eingelegt. Tun wir das mal hier auf dieser Seite. Und dann schalten wir die Maschine mal ein. Wie man sieht, hat diese Maschine eine Hydraulik. Man erkennt das an den Rohren. Und wenn man jetzt diesen Steuerhebel hier bedient, dann presst dieser Stempel hier unten die Folie fest in die Halterung ein. Unterhalb dieses Ringes, den Sie dort sehen, befindet sich ein Gummiball, der gegen die Folie drückt.
Sie können sicher erkennen, wie sich die Folie schon um diesen Ball herum wölbt. Und dieser Augenblick ist gemessen worden, nämlich der Druck, der in diesem Augenblick auf die Folie gewirkt hat. Und dieser Druck ist ein Wertmaßstab für die Qualität der Folie. Natürlich ist das bei jeder Folie verschieden und es kommt auf den Anwendungszweck und auf die Konstruktion, auf die Beschaffenheit dieser Folie an, ob sie diesen Druck aushalten muss oder nicht. Tja, das war also eine Berstdruckprobe an diesem Gerät, die wir hier gemacht haben. Nun spielen bei den Kunststoffen, die wir im Haushalt verwenden, natürlich noch andere Eigenschaften eine Rolle, wie etwa die Wärmebeständigkeit. So eine Schüssel soll ja, wenn wir sie im Haus verwenden wollen, etwa 100 Grad, eigentlich mehr aushalten. Hier wird das geprüft in einem einfachen Laborofen. Da wird die Schüssel hineingestellt und dann wird der Ofen erwärmt und dann wird man ja sehen, welche Temperatur die Schüssel aushält. Zu Hause kann man diesen Test im Backofen machen, sofern man ein Thermometer daran hat. Man kann das aber auch ausprobieren mit Wasser, in das man Salz tut. Ein Esslöffel auf einen Liter Wasser würde etwa bei 105, 106 Grad kochen. Und wenn man dieses Wasser dann in die Schüssel geht, müsste sie das aushalten. Hält sie es nicht aus, dann ist die Schüssel reklamationsfähig bei der Firma, die sie hergestellt hat.